Hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 9 schon. 9, wow. Ich schätze mal, wir werden so, das ist jetzt gerade komisch, solche Überlegungen kommen mir immer nur dann, wenn ich gerade das Video gestartet habe und nicht davor. Denn ich schätze mal, wir werden so ungefähr 50, 60 Parts brauchen, das Spiel zu beenden, denn ich rechne mal aus, meine Rechnung war, es gibt eine Trophäe in dem Spiel, die besagt, dass man wenn man das Spiel in unter 30 Stunden durchspielt, dass man dann halt die Trophäe bekommt. Das heißt im Endeffekt, wenn ich ein sehr guter und sehr schneller Spieler bin, was ich eigentlich bin, aber im Let's Play eigentlich nicht, ich weiß auch nicht warum, so psychische Sache und so, ich bin so beeinflusst, so, weißt du. Gut, ich habe ja gesagt, ich höre auf so zu reden. Na gut, das habe ich nicht gesagt, aber egal. Naja, wenn man jetzt annimmt, ich brauche 30 Stunden für die Story bei 20 Minuten pro Part. Das heißt, drei Parts sind eine Stunde. Drei und das mal 30. 30 mal 3. 90. Scheiße, das wären dann 90. 90 Parts, habe ich richtig gerechnet? Ich bin nicht sehr gut in Mathe, hat man vielleicht schon festgestellt. 90 Teile? Nein, das kann doch nicht sein. Oh, hier geht's ja hoch. 90? Stellt euch mal vor, wenn ich jetzt, angenommen, wir schaffen es, die Story in unter 30 Stunden durchzuspielen. Das wäre zwar kein Rekord, weil ich diese Trophäen schon habe. Oh, JP ruft an, aber stellt euch mal vor, wir hätten 90 Parts eines LPs. Ist ja fast wie Minecraft bei Gronkh. Alright, mein Mann Nico. How's it going? Okay. You and Batman got any more work you need help with? The funny thing you should mention that to my brother. Batman is right impressed with what you're doing for I&I. He wants to know if you want to deliver some packages around town to some various people and things in the city. Plenty of car and that for you, you know. That sounds good. Wicked, man. Give out your car when you're ready for this first run. There'll be a lot of work, so call whenever, you know? One love, Bridget. Ja, wollen wir da direkt mal ein bisschen für Jacob arbeiten? Ich meine, ist ja eine gute Option neben den normalen Missionen. Andererseits, wenn das zutrifft mit den 90 Parts, dann will ich natürlich die Story so schnell wie möglich durchspielen. Nicht, dass ich das Spiel so schnell beenden will, aber... Habe ich das richtig gerechnet? Ich muss mir das nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Das kann doch nicht sein. 90 Teile? Wer hat denn schon mal so ein langes LP gemacht? Außer jetzt hier das letztgenannte vor diesem Telefonanruf. Ich möchte ja keine Werbung für andere YouTuber machen, nein. Ich möchte die ganzen Viewer für mich abstauben. Komm, wir nehmen uns das Auto. Das habe ich jetzt spontan entschieden, aber es fährt weg. Das heißt, ich entscheide mich spontan, dieses hier zu nehmen. Ja, und es hält sogar an. Eine schlechte Entscheidung, mein Freund. Naja. Und ich habe bei keinem von den Leuten, wo ich das Auto bisher geklaut habe, mein Versprechen eingelöst und es zurückgegeben. Asozial, asozial, asozial. Ich sollte mich wirklich ändern. Ich bereue es jetzt schon. Komm, schaffen wir... Nein, ich habe ein Hütchen umgefahren. Früher habe ich immer mindestens 2, 3 Stück davon umgefahren. Das heißt, ist schon mal eine leichte Verbesserung. Und hier oben auch keins. Oh, der Wagen ist ziemlich cool. Nein, scheiße. Ich dachte, ich komme da vorbei. Mein Augenmaß ist auch nicht mehr das, was es mal war. Naja. So. Das fand ich immer cool, wenn man hier ohne zu bezahlen durchfährt. Dann habe ich mir immer selber zur Herausforderung gemacht, diese Kurve, die wir gerade geschafft haben, zu meistern, ohne gegen die... Oh, weg mit dir. Ohne gegen die Wand zu stoßen. Aber das klappt auch nicht mit allen Autos. Also zumindest nicht bei höchster Geschwindigkeit. Ich wünschte, es gäbe einen Panzer in diesem Spiel. Ja. Oh. Von wegen out of the vehicle. Das ist jetzt mein Stunt-Fahrzeug. Da muss ich erst kaputt fahren und dann komme ich zu euch. Nicht. So. Und bei Rot über die Straße fahren, das natürlich auch. Und nochmal bei Rot. Ha, Doppeldelikt. Komm, nehmt uns doch fest, ihr Idioten. Rufen wir mal Jacob an. Mal gucken. Ich will einen Job. Ich brauche das Geld. Nicht, dass ich ganz klauen könnte, aber... Ich will ja mal ehrlich verdienen. Im Meadows Park? Ich dachte, das liegt vom Café. Verstehe ich jetzt. Ach, warte mal, vielleicht fahren wir jetzt gerade zum... Ach doch, stimmt, das Café ist da. Ja, ich finde mich immer noch nicht so ganz zurecht in der Stadt hier. Nicht mal in diesem Stadtteil. Oh, scheiße, wie wird das dann in Manhattan, Algonquin, wie auch immer ihr es nennen wollt.
Ihr könnt euch ja von Chaos gefasst machen, zumindest wenn ich kein Navi dabei habe. Also, ich habe natürlich eins dabei, aber wenn ich es nicht angeschaltet habe, ihr versteht schon. Das Blöde ist, dass man hier immer nur so eine Schrottkarre bekommt. Also, naja, im Vergleich zu dem, was ich gerade gefahren habe und zu dem, was da in der Ecke steht, ist das wahrscheinlich keine Schrottkarre, aber ne, es ist nicht das schönste Fahrzeug. So. Aha, Meadows Park. Können wir direkt mal ein bisschen entspannen, auf eine Parkbank setzen, und das Navi wollte tatsächlich, dass wir bis zum Ende der Straße fahren und dann wenden. Kannst vergessen, hier bricht jeder die Verkehrsregeln in dieser Stadt. Vielleicht sollte man die Navigationssysteme auch so ausliefern. So Special Liberty City Edition von TomTom Navis, die sich extra Straftaten begehen lassen, weil das ja normal ist in dieser Stadt. Würde sich auf jeden Fall gut verkaufen. Obwohl ich nicht mal glaube, dass die Leute das kaufen würden. Es würde eher geklaut werden. Ja. So, weg mit dir. Vielleicht sollte ich aufhören zu versuchen, die Autos nicht umzufahren, sondern extra versuchen, jedes einzelne Auto anzufahren, weil das ja wahrscheinlich eher eine Fähigkeit ist, die ich beherrsche, so wie es aussieht. Denn ich habe gehofft, dass meine Fahrfähigkeiten, mein super Skill, den ich früher immer hatte, jetzt langsam zurückkommt, aber ist ja offenbar nicht so. Hier wohnt der Typ? Hier war ich noch nie. Ich habe früher aber auch diese Mission nicht sehr oft gemacht und ich habe auch in anderen GTAs nicht sehr oft diese Mission gemacht, aber es ist halt ein bisschen bequemer für mich auf der PS3 zu spielen. Also jetzt im Vergleich zu dem Vice City Stories Let's Play, das hier vorkam. Und deswegen werde ich das vielleicht öfter mal machen. Eine rivalisierende Gang. Was? Die schießen jetzt schon. Nein, ich habe nicht auf die Gesundheitsanzeige geachtet. Oh Scheiße, jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt. Ich dachte, ich hätte maximal... Ach stimmt, nein, ich war ja nicht... Ach, ich war nicht schlafen, nachdem ich den letzten Part beendet habe. Und Little Jacob, direkt mal Daumen nach unten. Was will der denn von uns? Wenn ich sterbe, ist doch nicht meine Schuld. Soll sich bei meinen Gegnern beschweren. Naja, klauen wir uns erstmal ein Taxi. Ist auf jeden Fall, selbst mit Reklame ist das schöner als manche anderen Autos in dieser Stadt. Oh, der wollte sich noch festhalten. Na komm. Komm schon. Komm. Ja, es klappt. Ach, ich habe früher so viel Spaß damit gehabt. Der hält sich in der Luft fest. Ist das normal? Seht ihr? Und der Typ ist auch nicht mal gestorben. Ich bin so freundlich. Machen wir nochmal einen Job, ne? Ich meine, das lassen wir uns ja jetzt nicht vermiesen, dadurch, dass wir einmal gestorben sind. Was? Der Typ ist tot? Wollen wir nochmal sehen. Naja gut, ich meine, letztendlich war es ja der Typ schuld, der ihn nach dem Unfall nochmal angefahren hat. Das heißt, ich habe damit nichts mehr zu tun. Und wenn er sowieso nichts als Zeuge aussagen kann, können wir unseren kriminellen Machenschaften weiterhin ungestraft nachgehen. Ich finde es viel besser, mit dieser Stimme zu reden, weil ich da aus irgendeinem Grund mehr Zeit zum Nachdenken habe, was ich sage, und mich deswegen weniger fasible und intelligentere Sachen sage. E gleich M mal C Quadrat. Seht ihr? Intelligenz pur. Ja, macht Spaß. Entspannend. Vielleicht sollte ich mal wieder eine Minute nicht reden. Hat ja früher sehr gut geklappt. Ha, als ob ich es eine Minute aushalte. Das musste kommentiert werden. Ich finde es lustig, wenn diese Werbeschilder von den Taxis abfallen und dann irgendwelchen Leuten den Weg blockieren. Habe ich früher manchmal gehabt. Das Auto sieht sehr neu aus. Neu vom Schrottplatz. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht derselbe Kunde wieder. Ansonsten dürfen wir uns wieder auf ein paar Schießereieinlagen gefasst machen. Oh, und bloß nicht den Polizisten umfahren. Alle bloß nicht die Polizisten. So, runter vom Auto. Die Frau denkt echt, die kann kostenlos mit uns fahren. Was glaubt die, wer wir sind? Nico Bellic? Da hat sie recht. Aber keine Schwarzfahrt unterstützenden Personen.
zumal uns ein Kotflügel fehlt. Nein, das, dann kann ich wirklich nur sagen, nein. Ist tatsächlich derselbe Auftrag. Wieder zu Meadows Park. Naja, das dürfte lustig werden jetzt. Allerdings habe ich die volle Gesundheit. Und vielleicht wähle ich mal, bevor ich in diesen kleinen Pfeil laufe, meine Waffe aus. Den Fehler habe ich schon öfter gemacht in der Vergangenheit, dass ich vorher nicht die passende Waffe gewählt habe. Obwohl ich schon wusste, was kommt. Aber, warte. Wir haben die Mini-Uzi. Dürfte eine Uzi sein, ne? Ja. Nehmen wir mal die Shotgun. Immer schön Gleiches mit Gleichem vergelten. Und wenn der Typ schon eine dabei hat, dann habe ich auch eine dabei. So, nicht mehr lange. So. Hallo, der schießt immer noch auf uns. Naja, hat nicht anders verdient. So, ihr trefft mich nicht. Ich schlage Haken, ihr trefft mich nicht. Wenn ihr mich trefft, werdet ihr es bereuen. Hi. Oh, was? Der hat noch gelebt, als ich auf ihn geschossen habe und ist dann gestorben, weil er die Treppe runtergefallen ist. Ah, shit happens, mein Freund. So. Jacob, I took that stuff where you wanted me to take it. Und nebenbei vier Leute umgebracht. Und weiterhin vier Leute umbringen. Ja, das können wir in der Tat tun. Vielleicht sollte ich die Waffe wegstecken. Andererseits sollte ich vielleicht auch mal nachladen. Hallo? Man lädt doch mit Kreis nach. Hallo? Hallo? Ich kann nicht nachladen. Ach, warte mal. Ach, das ist ja rechts schon die Schussanzahl, die wir haben. Scheiße. Probieren wir es mal mit einer anderen aus. Ist die voll? Nee, die ist auch voll. Und was ist das da? Es ist eine... Nein, ach, jetzt ruft die wieder an. Ja, warum nicht? Yes, I'd enjoy that. I'll be there in an hour. That's the best news. See you in a bit. Bisschen soziale Kontakte pflegen. Ja, ach, warte, die hat mehr Munition. Okay, nehmen wir die Shotgun von unseren Feinden mit. Wenn die schon vorhaben, sich umbringen zu lassen, dann haben sie wenigstens die richtige Entscheidung getroffen, uns ihre Waffen zu hinterlassen. Wo müssen wir hin? Dahin. Was? Wo ist die denn da? Da wohnt die aber nicht. Nein, 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 nein. Oder? Wohnt die? Doch, die. Ach doch, das, die wohnt da. Aber ich bin noch nie von der anderen Seite zu der hingefahren. Seltsam. Guck mal, so entdeckt man neue Wege, die eigentlich gar nicht so neu sind. Naja, innerhalb einer Stunde müssen wir da sein. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen beeilen, denn das kann schon mal ganz schön hektisch sein, wenn man am anderen Ende der Stadt ist. Und da vorne ist eine random person. Random Character sollte es eher heißen. Müssen wir jetzt leider mal links liegen lassen, aber die tauchen sowieso öfter mal auf, deswegen. Aber die tauchen auch öfter an bestimmten Orten nur auf, fällt mir gerade ein. Ich weiß auf jeden Fall noch... Ja, komm, rein in die Straße. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es mal eine Karte gab im Internet, wo aufgezeichnet war, wo wer rumsteht in der Stadt. Das heißt, im Endeffekt ist das nicht ganz so random, wo die stehen. Naja, das bedürfte einer weiteren Nachforschung. Dr. Watson, begeben Sie sich an diese Arbeit? So. Wer ruft denn da an? Jetzt habe ich gerade einen Anrufer weggedrückt, obwohl ich es nicht wollte. Naja. Vielleicht hat Michelle nochmal angerufen und gefragt, wo wir bleiben, weil wir uns ja schon 3 Minuten Ingame-Zeit gelassen haben. Oder 2 Minuten. Woman! Woman, Daumen nach unten. Was will der denn von uns? Ist doch nicht meine Schuld. Ach. Was hat sie gesagt? Essen gehen, oder? Steht das im Protokoll hier? Nee. Irgendwohin, wo sie Spaß hat. Ja, Spaß. Wenn die sagt, die will was essen gehen, dann fahren wir doch mal zum KFC-Klon. Finde ich persönlich sogar besser als diese kleinen American Diners, die hier in der Stadt rumstehen. Weil ich glaube nicht, dass da weniger Gammelfleisch verarbeitet wird als... Was? Als hier bei uns? Habe ich gerade einen verdeckten Informanten da umgefahren? Oder warum sind die auf einmal alle hinten? Das sind ja die Polizisten hier. Die Typen, die da oben auf der Brücke stehen, im Übrigen, die bewachen noch den Übergang an der Brücke. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, wenn ihr wirklich
Wenn ihr genaueren Einblick in meine Spielweise haben wollt, ich habe es schon mal ausprobiert, auf die andere Insel zu kommen. Und wenn man da schwimmen geht, beziehungsweise wenn man sich irgendwo ein Boot klaut, dann kann man tatsächlich die andere Insel schon betreten. Hat dann allerdings 6 Fahndungssterne und das ist nicht so optimal. Oh, guck mal, direkt ins Schwarze getroffen. Michelle likes Clark and Bell. Oh, Waffe wegstecken. Wir sind zwar immer noch gesucht. Was? Ach, wir haben schon gegessen. Ah. Sehe ich recht? Die Polizei ist an uns vorbeigefahren und hat dann gewendet. Einen Moment. Ja, interessantes Wetter. Es gibt Licht und Wolken. Ja, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Ich meine, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Was soll die ganze Missionsmacherei da? Vielleicht sollte ich einfach mal probieren, auf die andere Insel zu kommen. Nein, ich verabschiede mich. Wenn ich jetzt X gedrückt hätte, falls ihr nicht wisst, was sein Glück versuchen heißt, dann wäre wahrscheinlich einfach nur ein Versuch stattgefunden, mit zu Michelle reinzugehen. Und ich hoffe, ihr seid alle in dem entsprechenden Alter, dass ihr schon wisst, was passiert, wenn man nach einem Date eine Frau in ihr Haus begleitet. In ihre Wohnung. Wäre jetzt blöd, wenn ich im Treppenhaus stehen bleiben würde. ja. Aber ich glaube, nach dem zweiten Date klappt das noch nicht so gut. Ich will es natürlich irgendwann mal ausprobieren. Nicht jugendfreie Szenen gehören ja zu dem Spiel, genauso wie Little Jacobs Anrufe in unpassenden Momenten. Ja, lange nichts gehört. Ja. Wo wohnt der nochmal? Da, ich muss mir das alles einprägen. Ja, das war's dann mit zu anderen Insel rüberschwimmen. Erstmal 2 Leute überfahren, aus Frust, weil ich gerade zu dem Herrn Faustin hin wollte. Nein, eigentlich wollte ich da nicht hin, aber er war so schön in der Nähe. Aber vielleicht werde ich es im nächsten Part dann mal machen. Vielleicht beginne ich einfach mal den Teil damit, als ich auf die andere Insel schwimme und von wild gewordenen Polizisten erschossen werde, die ja überhaupt was dagegen haben, dass ein Bürger mehr auf der Insel ist. Das geht ja nicht. Die ganze Organisation geht dann ja verloren. Nein, kann man nicht zulassen. Ja, der ist ja in seinem Haus. Ich wollte schon zum Café fahren hier, aber hätte mich auch gewundert, wenn er da schlafen würde. Die Hupe hört sich auch ein bisschen krüppelig an. Vielleicht habe ich auch die SFX zu leise gestellt. Also SFX, Sound FX. Ich weiß gar nicht mal, was FX heißt. Ich weiß nur, dass es für Special Effects steht. Bowling? Nee, warte. Pool. Genau. Fahren wir mal los. Nicht. Jetzt. Was auch immer Schotter heißen mag, vielleicht meinte er Shooter, dann hat er natürlich recht. Erstmal Waffen wegstellen. Ja, Messer ist auch eine Waffe, liebe Kinder. Merkt euch das. Die Flugzeuge dahin im Übrigen, habe ich mich früher schon immer gewundert, wo die eigentlich hinfliegen. Aber ich habe auch nie darauf geachtet, wo die hinfliegen. Werde ich auch jetzt nicht tun. Jetzt werde ich erstmal Pool spielen und natürlich gewinnen. Ach, warte, ach. Fehler, wir müssen natürlich... Nein, hä? Was? Wir müssen doch... Wie spielt man den Pool hier? Ach so, ja. Dummheit. Einfach mal nicht an den Tisch gehen und sich dann wundern, warum man nicht spielen kann. Ach ja, erstmal die weiße Kugel platzieren. Das geht bis dahin. Dann lassen wir die mal in der Mitte so. Und dann muss... Was muss man? Links zum Feinjustieren das gedrückt halten. Alles klar. Und dann X drücken. Aber ich benutze eher die Draufsicht. Das habe ich früher schon immer gerne gemacht. Aber das ist jetzt sowieso egal.
Jetzt geht's einfach nur mit Schmackes. Ja, war jetzt eigentlich kein Schmackes, aber ging ja in Ordnung. Und dann muss ich mal irgendwas ausdenken, was ich hier sagen kann, während wir dieses langweilige Spiel spielen. Und Jacob sowieso verkackt. Ha! Idiot! Das kann ich aber besser. Los! Und die Kugel, ach ja, stimmt, die ist schon automatisch so ausgerichtet. Nicht. Doch, warte mal, nee. Scheiße, ich dachte, die geht rein. Das auf jeden Fall, diese Stoßrichtung, die einem da angezeigt wird, ist meistens schon so ausgerichtet, dass man automatisch eigentlich ins Loch treffen sollte, wenn man dann seicht genug dagegen stößt. Aber das klappt bei mir manchmal nicht, seltsamerweise. Selbst wenn ich sehr vorsichtig spiele. Aber im Gegensatz zu... So. Ach, komm schon. Ich suche mir gleich eine andere Kugel aus. Die vorgegebenen sind ja nicht so dufte hier. Jetzt aber der Satz, den ich dir schon seit 2 Minuten sagen will. Im Gegensatz zu anderen YouTubern schneide ich das hier nicht raus, weil es gehört für mich zu einem Let's Play dazu. Ganz einfach. Ich finde nämlich... Ja, na also, das heißt, ich habe die vollen, oder? Habe ich doch, oder? Halbe, nee. Das heißt, ich habe die halben. Ja, habe ich. So, ha, direkt die zweite. Ich darf doch weitermachen, oder? Ich weiß nicht, wie die... Ja, die Regeln besagen, man darf weitermachen. Aber das ist jetzt... Nee. Warte. Ja, Profi, ne? Das war alles geplant. Von Meisterhand, natürlich. Wenn ich das jetzt alles in einem Zug hier schaffe, dann bin ich ja echt ein Master. Ist das eine halbe da hinten? Ja! Nein! Komm schon, du Scheißspiel. Ich will das nicht mehr spielen. Mama, kauf mir ein neues Spiel! Okay. Das ist echt traurig. Ich würde gerne hier mal ein bisschen mehr Action in die Videos reinbringen, aber ich nehme immer abends auf. Das ist ein Problem. Dann kann ich nicht so laut reden. Das, naja, was soll's. 22 Minuten, scheiße. Ihr könnt theoretisch schon abschalten, wenn euch das nicht interessiert, was ich hier mache, denn hiernach werde ich einfach nur Pause drücken. Natürlich könnt ihr trotzdem mitverfolgen, ob ich gewinnen werde. Was höchstwahrscheinlich der Fall sein. Nein, ich habe die weiße. Nein. Aber wenigstens habe ich auch eine halbe. Das ist ja schon mal gut, oder? Ich hoffe, meine halbe bleibt dann auch drin. Und Jacob trifft trotzdem nichts. Das ist... Oder? Nein. Fast hätte er die versenkt, ey. Dann müsste ich aber meine Aussagen alle zurückziehen hier. Komm, schaffen wir die blaue? Nee, schaffen wir leider nicht. Aber dürfte auch nicht mehr lange dauern, bis ich das schaffe. Früher habe ich immer sehr gut gespielt hier in Pool. Vor allem, weil halt auch die Richtung vorgegeben ist, in die man schießen muss, verstehe ich eigentlich gar nicht. Habe ich früher auch nicht verstanden. Das erfordert dann eigentlich überhaupt kein Spielkönnen. Ja, ich sage nicht immer Skill. Wenn alles vorgegeben ist. Aber da ist auch ein weiterer störender Punkt, der mich eigentlich bei GTA fast nie aufregt, aber manchmal stört er doch ein bisschen, dass man keine Schwierigkeit angeben kann. Das finde ich echt komisch. Warte. Machen wir mal die grüne rein, ne? Warte. So. Was? Was? Die war direkt davor. Ich habe mit Vollgas rein. Nein, das geht doch nicht. Ach. Die wollen mich doch alle verarschen hier. Holt die Gewerkschaftsbosse. Wir lehnen uns auf. Mehr Lohn für alle Poolbillardspieler, die das beruflich machen. So gut wie niemand, den ich kenne. Ach, scheiße, ich hätte ein bisschen stärker schießen sollen. Ich wusste schon, der wollte da hinten in das Loch rein. Ach, weil das Spiel sagt einem nämlich bei der Empfehlung, wohin man schießen soll, auch nicht, wie heißen die Teile, welches Loch halt getroffen werden soll. Das ist immer ein bisschen blöd. Komm, los. Jacob, nochmal? Was? Ungewohnt. So. Schade, dass man das nicht überspringen kann. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig vielleicht für euch, aber ich finde, ich weiß nicht, kennen einige von euch PewDiePie? Oder PewDiePie, keine Ahnung, wie er sich aussprechen mag. Ich weiß natürlich, wie er sich selbst ausspricht, aber wie andere das tun, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, falls ihr ihn kennt, dann
solltet ihr vielleicht mitbekommen haben, dass er zwischendurch mal gerne was rausschneidet bei den LPs. Ich persönlich bin nicht der Fan davon, weil, ich meine, es geht ja darum, dass man jemandem dabei zusieht, wie er irgendwas spielt. Also ihr seht mir zwar nicht dabei zu, ihr seht eher nur das, was ich spiele. Ja, wenn ihr mir zusehen würdet, dann würdet ihr mich hier in einer seltsamen Sitzposition sehen, die ich als bequem empfinde. Aber ich finde, das gehört, ist einfach so, dass ein LP auch mal langweilige Stellen beinhaltet. War ja auch früher schon so bei mir. Aber so langsam werde ich doch ein bisschen sauer, dass ich das nicht sofort schaffe. Wenigstens haben wir den. Jetzt haben wir noch zwei Stück, oder? Zwei. Ja. Was? Wie soll ich das denn schaffen? Mit Vollgas. So. Überspringen, bitte. Überspringen. Ich sehe es schon. Wir verbringen jetzt noch ein, zwei Minuten damit und dann habe ich einfach 7 Minuten von dem Spiel dafür verschwendet, Poolbillard mit Jacob zu spielen. Zu spielen. Ja, so rede ich manchmal. Und dann ein bisschen Unterhaltung muss ja auch immer sein. Ich weiß nicht, ob ihr mich das so hören könnt, aber das ist, ich empfinde das als Unterhaltung. Wenn ihr das wirklich verstanden habt, dann schreibt in die Kommentare. Nein, schreibt nicht in die Kommentare, was ich gesagt habe, denn ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar Leute herkommen und tatsächlich meine ganzen Sätze, die ich hier gesagt habe, gerade aufschreiben. Andererseits kann mich das eigentlich gar nicht stören. Ich meine, macht es, wenn ihr möchtet. Wenn ihr mich verstanden habt gerade, dann schreibt einfach mal auf, was ich gesagt habe. Warum nicht? Komm, grüne Kugel, geh rein. Na also, komm. Und jetzt noch die eine da hinten. Und dann sind wir soweit. So. Scheiße, zu schwach, oder? Nee, doch, zu schwach. Ach, Jacob ist auch schon fast fertig. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, den Jungen. Oder ich habe mich überschätzt. Was ja im Endeffekt das Gleiche ist. Nein! Gut, der geht nicht rein. Ja. Fuck, wie soll ich das jetzt schaffen? Ich kann die Kugel ja nicht reinbekommen, ohne auch Jacobs reinzustoßen. Doch, anscheinend kann ich es auch so schaffen, dass keine von beiden reingeht. Nicht so optimal für mich. Fuck, gewinnt der jetzt noch? Nein, als ob der gewinnt. Das geht doch nicht. So. Scheiße, ich will hier, dass das Video endet. Kommt schon. Ja. Nein, es wäre fast reingegangen. Naja, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zumindest seit Anfang vom Billardspielen, dass der jetzt nicht so interessant ist. Aber meine Meinung dazu habt ihr ja schon gehört. Schade, die Weiß ist nicht reingegangen, dann hätte ich die jetzt frei platzieren können. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part wieder dabei. Wenn es heißt GTA 4 Teil 10, das ist dann wieder so eine Sonderepisode. So eine gerade Zahl ist immer so eine Sonderepisode. Wisst ihr? Komm, jetzt gewinnen. Nein, komm. Ich will jetzt das Spiel beenden. Nein, das nervt mich nur. Ich mag das nicht, wenn ich nicht gewinne. Nein. So. Ja, jetzt wird erstmal die schwarze Kugel ins Loch gestoßen. Ja, dazu nehmen wir uns unseren Kö hier und dann nehmen wir unsere Stoßposition ein, ziehen den rechten Stick nach hinten und stoßen die Kugel vorsichtig ins Loch. Damit haben wir dieses Spiel mal wieder haushoch gewonnen und ich bedanke mich jetzt. Nein, ich möchte bloß aufhören. Und ich möchte euch jetzt auch die Fahrt zurück zu Jacob ersparen, weil das dürfte doch etwas langweiliger sein als sonst, weil es danach nichts mehr zu sehen gibt. Deswegen danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst auch wie immer nicht die Bewertung. Und nein, ich habe keinen Sprachfehler. Tschüss, bis zum nächsten Mal.